Ich begrüße Sie zu meiner Präsentation. Wie kann man das Erlernen eines Fachvokabulars durch Videos mit Untertiteln erleichtern? Damit Sie mich auch mal sehen, rechts bin ich im Bild, links ist mein Schulfreund und Mitgesellschafter, der Architekt Karl-Günther Frisch. Wenn man im Internet nach Fundstellen sucht, Fachvokabular Deutsch für Azubis, dann gibt es eine ganze Reihe von Fundstellen. Ein paar relevante sind hier genannt. Und dieses, was ich hier auch in den folgenden Folien bringe als Fundstellen, das kann man als Beleg für meine Aussagen nehmen. Videos mit Untertiteln fördern das Sprachverständnis. Das habe ich hier in die Suchmaschine eingegeben. Das habe ich aber auch selbst festgestellt, schon vor Jahrzehnten, als ich in den 70er Jahren zum ersten Mal in Finnland war und dort Fernsehen schaute. Da waren alle Spielfilme, alles, was da im Fernsehen zu sehen war und nicht aus Finnland kam, das war mit Untertiteln versehen. Und wo die Finnen heute bei PISA stehen, das wissen wir ja, bei Sprachen sind sie gut. Das ist sicherlich nicht allein den Untertiteln zu verdanken, aber wer praktisch immer, wenn er irgendwas sehen will, Untertitel lesen muss, um das, was da gesagt wird, zu verstehen, der wird nebenbei sich mit der Sprache, die da in den Videos gesprochen werden, auseinandersetzen, weil es ist ja dann leichter, sich die Sprache direkt zu merken, als immer nur Text zu lesen, dann kann man nämlich die Bilder gar nicht so gut sehen. Und das habe ich zusammengebracht, oder das haben wir zusammengebracht, mit Ausbildung und den Berufen. Für Flüchtlinge, die zu uns kommen, ist es besonders wichtig, dass sie sich mit unserer Sprache beschäftigen, nur dann können sie Arbeit finden. Und diesen Effekt, dass man mit Videountertiteln leichter lernt, den wollen wir also auch hier einführen. Ich habe hier Ausbildungsbetriebe, stellen Sie ein Video vor, das habe ich mal eingegeben. Wir selbst haben ja auch eine ganze Menge beruflicher Videos gemacht, weil wir jetzt im letzten Jahr eine Haussanierung durchgeführt haben und da waren viele Handwerksbetriebe aktiv und bei einigen haben wir ja auch Videos aufgenommen. Und hier haben wir bei diesen Suchergebnissen die Ausbildung zum Zimmerer oder zum Maßschneider, zum Baugeräteführer, zum Konditor oder was auch immer, das finden wir hier. Und das könnte man also dann durchaus nehmen, um den typischen Jargon, der da in dem Beruf gesprochen wird, für Flüchtlinge zusammenzustellen. Gesprochen wird in Deutsch, aber das, was in den Untertiteln dann erscheinen soll, das ist die Sprache der Migranten und die kann man sich dann auswählen. Wie wir da vorgehen wollen bei den Videos, das sehen wir, da habe ich hier gesucht nach Azubis bei Unterweisungen und typischen Fachgesprächen. Bei jedem Video, was da in einem Betrieb, in einem Ausbildungsbetrieb aufgenommen wird, soll sich natürlich der Betrieb auch erstmal kurz vorstellen. Und man kann auch zu dem Beruf ein paar Sätze sagen, aber das soll nicht allzu lange dauern, vielleicht eine Minute. Das Wichtigste ist dann die Unterweisung bzw. das Fachgespräch. Und da gibt es schon eine ganze Menge. Wir sehen ja hier 6 Bilder und das hat also alles damit zu tun mit Ausbildung und beruflicher Bildung. Das, was dabei besonders wichtig ist, das ist, dass diese Texte nicht nur da stehen, wie eben in den Videos gezeigt, sondern die sollen transkribiert werden. Das heißt, was da gesprochen wird, das wird verschriftlicht und das soll dann als Untertitel bereitgestellt werden. Aus dem, was transkribiert wurde, wird also dann auch ein Vokabular abgeleitet. In diesem Beispielvideo, das so aufgebaut ist wie die geplanten Videos, da sehen wir, was da geplant ist. Wir sehen das Video hier rechts. Mein Schulfreund und Mitgesellschafter und mich. Und links oben sehen wir den deutschen Text, der da gerade im Video gesprochen wird. Also hier ist das natürlich nur ein Standbild. Darunter sehen wir die Übersetzung des gesprochenen Textes ins Englische. Und unten in inverser Darstellung der Schrift dargestellt, da sehen wir eine Fremdsprache. Wir wollen natürlich Arabisch, Farsi oder sonst was Passendes nehmen. Aber hier haben wir dann Französisch oder Niederländisch oder Schwedisch. Das Vorgehen ist eigentlich immer das Gleiche. Nur wir haben eben keine Fachleute anstellen wollen, um dieses Beispielvideo zu erstellen. Die Funktionalität kann man auch so erkennen. Und wer da Schwedisch oder Niederländisch oder Französisch auswählen kann mit den Symbolen, die da rechts unten bei YouTube zu sehen sind, der kann das natürlich auch in Arabisch oder Farsi auswählen. Wir werden für solche Dinge
immer, wenn wir dann da entsprechende Aufträge bekommen, dann werden wir immer Muttersprachler nehmen, weil nur die garantieren, dass das dann auch gut verstanden wird. Hier haben wir eine automatische Übersetzung, aber für die Praxis ist das also eher weniger geeignet. Hier habe ich OER-Konzept eingegeben. OER steht für Open Educational Resources, offene Bildungsressourcen. Wikipedia steht hier wie fast immer ziemlich weit oben in dieser Liste, wo die Relevanz eine Rolle spielt. Die ankommenden Flüchtlinge haben kaum das Geld, um sich Lehrmaterialien zu kaufen. Und außerdem gibt es in den Notunterkünften, in den Zeltlagern kaum Bücherregale für Lehr- und Schulbuchsammlungen. Aber das Internet, da sind sie gewohnt, das hatten sie schon in ihrer Heimat, das haben sie auf dem Weg zu uns genutzt, um sich zu informieren. Im Internet sind sie gewohnt und das wird sicherlich auch hier so bleiben. Und da kann man natürlich via Internet diese offenen Bildungsmaterialien bereitstellen. Wenn das Videos sind, kann man sich die anschauen. Wenn das PDF-Dokumente sind, kann man die sich auch ausdrucken. Und das ist also das, was hier hintersteht. Wir wollen, dass offene Bildungsmaterialien genutzt werden und daraus kann man dann auch ganze Lerneinheiten ableiten. Ich habe mit einem früheren Mitschüler, der ist jetzt VHS-Leiter in Norddeutschland in einer etwas bekannteren Hafenstadt, und der sagte mir bei einer Diskussion, ja, da wirst du aber nur ganz wenige erreichen, weil die wenigsten sind in der Lage, sich selbst schlau zu machen, sich Selbstlernprogramme zu erarbeiten. Wir wollen diese Materialien natürlich nicht nur für die Gruppe der Selbstlerner entwickeln, sondern auch beispielsweise für Volkshochschüler, die das als Begleitmaterial nehmen. Aber gerade diejenigen, die das selbst sich beibringen, das sind natürlich für die Betriebe die interessantesten, weil wenn die in der Lage sind, sich in solche Materialien einzuarbeiten, dann sind sie natürlich auch sehr schnell lernfähig, um sich mit den Abläufen und mit den Maschinen, mit denen sie dann im Beruf zu tun haben, auseinanderzusetzen. Und wer so eine Motivation ist, der wird natürlich sicherlich hinterher auch ein interessanter Mensch sein, der dann in dem Betrieb lange arbeiten wird, anders als viele deutsche Auszubildende, die ja dann doch vielleicht schon ein Fachabitur oder ein Abitur mitbringen und dann am Ende der Ausbildung sagen, oh, ich studiere doch lieber mal, dann muss ich mich noch nicht so mit dem Ernst des Lebens so beschäftigen. Das wird bei den Migranten eher seltener geschehen, weil sie ja doch noch nicht die Sprachfähigkeiten und wahrscheinlich auch nicht die finanziellen Mittel haben, um hier vielleicht an der Universität oder einer Fachschule sich fortzubilden. Sie werden wahrscheinlich den Betrieben erhalten sein und das ist natürlich ein Grund, warum die Betriebe gerade um diese Gruppe werben möchten. Ja, das sind meine Aussagen zu der Thematik. Wir wollen also Materialien bereitstellen, die sehr viel mit Untertiteln arbeiten, damit Menschen, die nicht unsere Sprache sprechen, sich schnell in die berufsspezifischen Fachvokabulare einarbeiten können. Und wer da Anknüpfungspunkte sieht, der sollte Kontakt mit uns aufnehmen. Sie können sich auch das Video anschauen, die YouTube-ID, die sehen Sie ja hier. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.